Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von diesem wunderschönen Spiel State of Survival. Weiter geht's, wir sind derzeit noch in einer Rallye. Das heißt, hier kann ich nicht viel machen. Das heißt, wir werden uns den Erkundungspfad reinziehen. Hin und wieder mal gucken, ob wir unsere Truppen vorausschicken können. Haben wir das Event Reservoir? Wir haben bisher 11 Teilnehmer dort. Ich kann 30 Krieger. Ja, ich weiß halt nicht, was man da machen soll. Ich bin doof. Und wir machen hier bei Erkunden weiter, und zwar bei Spur 3. Becker und Dr. Yamazaki berieten miteinander und waren der Meinung, dass es sich lohnt, tiefer zu graben. Vielleicht kann dieser Hinweis ihnen helfen. Aber wir brauchen eine Kampfkraft von 26.000. Wir sind bei 1,5 Millionen. Und die wir natürlich alle noch theoretisch verbessern könnten, wenn wir wollen würden. Wir können natürlich auch, ne, Heldenunterstützung für sie theoretisch mitnehmen. Oder halt für ihn, Level 60. Wie viel hat der? 3,2 Millionen. Einfach mal reinballern, würde ich sagen, oder? Ziehen wir uns einfach mal die ganzen Missionen rein und schauen, wie weit wir denn kommen. Die Gegner haben wir sehr schnell besiegt. Der Typ mit 3,2 Millionen Kampfkraft ist schon sehr, sehr strong. Ich glaube, wir können jetzt tatsächlich einige Missionen machen mit dem Typen. Der ist wirklich sehr, sehr stark. Oh, Mission Nummer 1 geschafft. Gut, der kriegt keine XP. Sie hat ein Level abbekommen. Und wir kriegen ein paar Fragmente und aus dem Beutel, was gab's? Ein bisschen Holz. Naja, nehmen wir mit. Los geht's, ne? 200 Autoauswahl. Kann ich Autoauswahl machen? Ja, ja, mach ich Autoauswahl. Dann machen wir das einfach mal durch, würde ich sagen. Vielleicht kriegen wir das ein, zwei Missionen komplett durch. Schauen wir mal. Na, ein paar Gegner kommen noch. In Nummer 2 auch wieder so ein Schild-Dude. Oder Schild-Dudes. Ey, wie das Geschütz aber auch an Schaden macht, oder? Ey, der hat ja so viel Kampfkraft dazu bekommen. Holy shit. Okay, wenn wir jetzt mal 5 Brote zurückbringen, sind wir einfach gleich durch. Elite-Heldenfragmente, okay. Jetzt gibt's ein dickeres wieder. So. Ich glaube, jetzt haben wir wieder eine kleine Story, ne? Bei den größeren Missionen hat man immer ein bisschen Dialog. Bin ich der Meinung. Aber keine Dialoge? Interessant. Direkt davor standen. Okay, es geht noch weiter dahinter. So, wir hatten ja ein bisschen die Erkundung gemacht. Und zwar haben wir, ich glaube, hier irgendwo bei Spur Nummer 3 weitergemacht gehabt. Die habe ich jetzt alle abgeschlossen ohne euch. Einfach mal so ein bisschen nebenbei. Und wir haben auch Spur Nummer 4 abgeschlossen. Sarge und Maddie haben einige Laborberichte mitgebracht, die dem letzten ähneln. Und mehrere Schlüsse weiter daran finden können. Embryotechnologie, Helix-Labor. Einige davon hoffen mit Unterschrift darauf, andere nicht. Die Ermittlungen sind im Stillstand gekommen und die Gruppe braucht mehr Informationen. Becker ist eingefallen, dass Hoffmann vor der Forschung besessen war, aber diese Worte lösten in ihr ein ungutes Gefühl aus. Sie wollte die Wahrheit erfahren, um den wahren Grund für Hoffmanns Verschwinden zu finden. Wir sind aktuell nur bei Spur 5 von Spur Nummer 12. Aus dem Grund, dass ich hier nicht weitermachen kann, ohne den Heldenbereich zu verbessern. Wir brauchen also einen höheren Heldenbereich, was ich etwas doof finde, um hier weiter voranzukommen. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Sammeltipp aus unserer Gilde erhalten. Aha, 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 okay. Das ist eine knappe Sache, okay. Na dann, let's go. Schauen wir uns das doch mal an, ob wir die knappe Sache denn schaffen oder ob wir sie nicht schaffen. Dann können wir uns hier mal die Map angucken. Wir haben hier nämlich auf der Map etwas mehr. Und da war hier sogar ein Boss, der läuft. Also straight zum Boss hin. Das ist auch gut so. Ah, wunderbar. Dieser Zaun ist ja einfach eine tolle Sache, ne? Dieser unsichtbare kleine Zaun hier. Oder dieser fast unsichtbare kleine Zaun. Der hat schon wirklich auf jeden Fall, ne? Wenn wir mal das Ding hervorsetzen. Denn unsere Lebenspunkte sind stark begrenzt. Im Vergleich zu den HP dieser Maschinen. Die sind nämlich völlig Latte. Unsere HP sind viel, viel wichtiger. Deswegen werden wir hier mal einen Wall aus Maschinengewehren hinsetzen. Da haben wir den Bossgegner. Ich glaube, der schlägt um den Boden, oder?
Schlägt er nicht auf den Boden, um alle zu schädigen? Ne, 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 okay, dann nicht. Na, wunderbar. Und da haben wir so den Boss gekillt. Wir erkunden, wir bleiben natürlich weiter hier und hier. Laufen da mal hin. Seit der Aufnahme von letztens und heute, also seit den ersten 2 Minuten dieses Parts und jetzt sind etwa 3 Tage vergangen und habe seitdem natürlich fleißig gearbeitet. Ja, wir sind gerade dabei, unser Hauptquartier auf 19 aufzubauen. 19, Wahnsinn. Haben ein paar neue Events am Start, glaube ich. Gucken wir uns auch gleich mal an. Mal sehen, wir hier durch sind. So, hat eine Weile gedauert. Wir kriegen 1800 XP. Epische Heldenfragment. Und aus dem Rucksack kriegen wir noch weitere Sachen. Oh nein, wir haben verloren. Ärgerlich. Was haben wir hier? Machen wir mit. Was haben wir hier? 822 Kilometer entfernt. Leider nicht in unserer Nähe. Gut, wir haben, ja, hier haben wir auf jeden Fall was. Sammeln 3 Stunden, ne, holen die mal zurück. Wir können gleich neu losschicken. Wir haben Intels Kram, aber den werde ich ohne euch machen wahrscheinlich. Oder wobei. Ach, einfach reinschmeißen. Ja, ich muss ich trotzdem ohne euch machen. So, wir können uns ein bisschen die Stadt angucken. Kriegen wir da ein bisschen Ausdauer, sehr gut. Haben wir Fähigkeiten? Ne, noch nicht. Infizierte haben wir hier, die war wegjagen können, was total sinnlos eigentlich ist, ehrlich gesagt. Jetzt mal kriege ich auch so eine dumme Meldung, Infizierte vernichtet. Das bescheuert. Okay. Wir haben 13 Millionen Nahrung, 9 Millionen Holz. Ist ja nämlich immer noch am Zurückkehren. Der ist noch am Zurückkehren. Ich glaube, das ist Stahl gewesen, was hier gesammelt wird. Und dann schauen wir. Wir haben zwar noch einen Bauarbeiter frei, aber wir können aktuell nichts machen. Nichts, weil hier wird noch gebaut oder habe ich noch gar nicht angefragt. Und aktuell bin ich dabei, meine ganzen alten Units mal zu verbessern. Damit diese kleinen Units nicht mitgenommen werden. Weil wenn ich mir die Details mal angucke, die haben ein Laden von 108 und ein Tempo von 11. Und die werden zu denen hier. Laden 108, das heißt, die können doppelt so viele Materialien mitnehmen. Und wenn nicht statt denen halt die anderen da, wobei eigentlich ist das gar nicht so sinnvoll. Ich glaube, wir sollten die weitermachen. Aus dem Grund, dass das eher sinnvoll ist, sobald wir die maximale Truppenkapazität erreicht haben, glaube ich, ne? Ich glaube, vorher ist das gar nicht sinnvoll. Und die maximale Truppenkapazität liegt derzeit bei wahrscheinlich so 1 Milliarde gefühlt. Ja, das sind die, die ich haben kann oder aktuell habe. Ich weiß gar nicht, wie viele Einheiten wir maximal haben können. Aber ich glaube, das ist tatsächlich erst dann erst sinnvoll. Okay. Wieder unsere täglichen Angebote, die eigentlich total nutzlos sind, aber ich will diese Bubbles weg haben, deswegen klicke ich da einfach mal rein. Wie gesagt, 1 Stunde 8 brauchen wir jetzt. Wir haben hier tägliche Missionen erledigt. Nehmen wir mal kurz mit. Ein paar Jäger trainieren, ein paar Fahrer trainieren. Wir kriegen wieder was für das wilde Rennen. Und mir wurde auch schon per Kommentar geschrieben, dass ich die ganzen Level-Ups gemacht habe mit den... Okay, was ist das? Ah ja, Lernsbelohnung, okay. Eventbelohnung, einmal Nahrung, okay. War halt etwas Verschwendung, weil wir dadurch natürlich sehr viel Kommandanten-Ausdauer verschwendet haben. Ist dann halt so gewesen. Kann ich jetzt nichts mehr gegen machen. Aber wir werden höchstwahrscheinlich unsere Level nicht mehr zusammen erhöhen, sondern immer nur dann, wenn ich es halt gerade brauche. Also wenn die XP ausgegangen ist. So, wir haben wieder 7 Allianzkisten. Und diese Kisten. Und diese Kisten. Und viele Leute gefragt haben, wo ich bin. Ich bin aktuell in dem Clan GER Germany. Die sind Platz 0 scheinbar. Stärkerang 0. Wir sind Platz 11. Und ich glaube, die haben alle eine Allianz, dass man da nicht wirklich viel machen kann.
Bin eine Spendenrangliste. Wo bin ich? Weit unten scheinbar. Aber wir kriegen noch 50 Biocap. Okay, wir haben wieder etwas hier erledigt und was wir machen können. Ja, perfekt. Wir können eine Heldensuche durchführen. Und zwar nicht nur eine, sondern 16 epische Heldensuchen sogar. Dann schauen wir noch mal, was es hier so gibt. Die habe ich die ganze Zeit so angesammelt. Jetzt habe ich davon keine mehr. Wir können gleich mal 10 machen. 10 suchen. Und 61, 9 auf. Ach, hau ab. Medi haben wir bekommen ein paar Mal. Sehr schön. Schick, aber leider kann ich nicht runterscrollen, scheinbar, das ist ja ärgerlich. So, jetzt bei 100. Ach, guck mal, das ist so circa gesammelt. Das ist schön. Ich habe nämlich Angst gehabt, dass ich da zu viel habe. Aber es wird scheinbar tatsächlich gesammelt. Ja. Und wir kriegen aus dieser Kiste nochmal Maddie raus. Sehr schön. Ich hoffe, ich habe was anklicken muss teilweise. Oh, kurz den Klicker am Durchlaufen. Haben wir wieder Maddie bekommen. Travis, glaube ich. Und wieder Maddie. Perfekt. Das sieht doch gut aus. Da haben wir nämlich auch für unsere tägliche... Ah ja. Naja, immerhin noch. Sehr schön. So, was haben wir da? Wieder eine Forschungsaufgabe, die erledigt wurde. Wir können Leute heilen, das ist natürlich auch noch eine Quest. 4 Minuten, okay, krass. Crazy, crazy. Haben wir bei der Staatsspionage irgendwas? Ach, guck mal, wir haben was fertig. Wieder eine epische Heldensuche. 1500 Kommandanten haben Truppen auf Level 6 freigeschaltet. Dafür war ich auch gewesen. Das ist auch schon erledigt. Dann muss ein infizierten Fanatiker auf mindestens Level 3 15 Mal besiegen. Haben wir auch schon geschafft. Und 20 Allianz haben 55 oder mehr Mitglieder. Dann schalten wir die befestigte Einrichtung frei. Aha. Aha. Okay, so, wir haben Heldenteile, die wir noch verbessern können. Gab es etwas, was ich noch nicht habe? Okay, ich würde sagen, wir bringen erstmal alle auf 3 Sterne, oder? 21.000 Kampfkraft. 21.000. Weil ich nutze ja jeden für alles, sozusagen. Aber ich nutze ja tatsächlich jeden einzelnen Helden auch, gerade weil wir draußen sammeln und so. Wir haben Infanteriezustand, Infanterietödlichkeit. Ich meine, ich greife ja da auch mit jedem einzelnen Team an, deswegen können wir das schon so machen. Wir bleiben mal hier dabei. Wir werden hier... Oh, 70 kosten die. Und jetzt sind sie auf grün. Jetzt habe ich keine mehr. Also wir brauchen verdammt viele davon. Verdammt, verdammt viele. Okay, Leute. Dann haben wir uns mal einen kleinen Zwischenstand abgegeben. Wir werden uns gleich weiter diesem wunderschönen Spiel widmen. Aber erstmal an dieser Stelle eine kleine Pause. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit State of Survival. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.